hör auf mit dem Krach, davon kriege ich Kopfschmerzen. Wo? Sieht doch ganz normal aus. Oh, du bist sicher nur durcheinander. Ich kann mich noch erinnern, als Frau Javia auf mich wütend war. Sie hat mich zwar nicht eingesperrt, aber sie hat mich angebrüllt und auf den Kopf hat sie mich geschlagen. Aber es war sehr nett von ihr, mich nicht zu töten. Ich sehe Gegner vor uns. Müssen wir dafür sorgen, dass niemand Berat erzählt, was wir getan haben. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut.
aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Ich sehe Gegner vor uns. Schon gut, schon gut. Macht mit der Hure, was ihr wollt. Wenn ihre verdammte Schwester aus der Reihe tanzt, habe ich für die kleine Rika keine Verwendung. Rika? Hast du dich für mich so rausgeputzt? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey, ich weiß, was du meinst. Sie gehört euch, wenn ihr wollt, Jungs. Und glaubt mir, sie ist so gut, wie sie aussieht. Warum zum Stein bist du nicht in deinem Käfig? Los, Jungs, zeigen wir der kleinen Hure, wo ihr Platz ist. Das gibt's doch nicht. Da zieht er seine, wenn wir mit euch fertig sind, Nummer ab und du machst ihn einfach kalt. Du musst der größte Glückspilz in ganz Orsama sein. Berat ist tot und wir stehen hier. Es lebe der König! Oh, das hat er doch. Dieser überraschte Gesichtsausdruck, als er sein eigenes Blut geschmeckt hat. Wenn das kein Winseln war. So wie ihr geredet hat, lebt sie noch. Aber ich lasse mir die Chance nicht entgehen, mich selbst davon zu überzeugen. Hey, kannst du Rika sagen, dass ich ihn getötet habe? Ich meine, was hast du schon davon, wenn sie dich für den mannhaftesten Krieger aller Zeiten hält? Ausgezeichnetes Argument. Los, suchen wir uns ein Versteck.